Hallo, ihr lustigen Mausteinsammler da draußen. Und herzlich willkommen hier zurück zu Mordheim City of the Damned. Wir sind immer noch hier im Kampf gegen diese komischen Hexenjäger. Wir haben gerade eben unseren kleinen lieben Ghoul, ich weiß gar nicht welcher es war, eingebüßt in Anführungszeichen. Der hat auf die Goschen bekommen. Und jetzt haben wir hier einen Zombie, der ein bisschen schneller unterwegs ist. Jetzt stürme ich den hier an, bevor der hier irgendwie noch Eier legt oder so. Der Ottmar York darf sich jetzt hier mit dem Emilian hier beschäftigen. Genau, ich wollte das hier noch abliefern. Und dann müssen wir jetzt da uns versammeln und die Typen da mal so ein bisschen niederkämpfen. Da oben ist halt wichtiger. Und die, wenn man ihn trifft, freut man sich natürlich umso mehr bei einer so geringen Trefferchance. Das vielleicht zweimal am Stück. Muss ja ein sehr, sehr braves Rattenkind gewesen sein, als es klein war. So. Darüber. Und das ist natürlich ein aufbrausenden irgendwas. Ging ja auch noch eine Todesfalle hin. Und Überfall halber. So. Was mache ich jetzt mit dir? Weil. Ah doch, ich könnte mich lösen. Die Frage ist, will ich das? Ihr nein. Ach ja. Verfehlen, ausweichen. Wahrscheinlich macht er als nächstes noch einen Konterschlag. Dem haben wir 16 Schaden gemacht. Ausweichhaltung. Als ob wir ausweichen würden. Irgendwie anders machen. Mann, es muss doch möglich sein, auf diesen Typen da zu schießen. Immerhin in den Fuß geschossen. Mehr verlange ich ja gar nicht. Also, trotz seiner hohen Fernkampfresistenz ist er gegen Fernkampf nicht besonders resistent. Das ist ein Nachteil, den er sich wahrscheinlich keine Ahnung wo geholt hat. Warum kann ich da nicht hoch? Ah, okay, jetzt bin ich an dem hier dran. Muss mich jetzt hier so durch Holz fällern. Und noch einmal. Das kann ich nochmal Gestank des Todes machen. Das betrifft auch den Kollegen da. Das heißt, die sind jetzt in Zukunft leichter zu treffen. Ja, jetzt kommt er doch noch hoch. Nee, er kommt nicht hoch, er fällt hin. Er ist hingefallen und kommt allein nicht wieder hoch. Nochmal. Und? Er hat's aufgegeben. Rappelt sich auf, sieht du was, hat Entsetzen, fragt sich, was er hier eigentlich will. Tadelt schon wieder. Und wir haben blockiert, pariert und alles miteinander. Au. Boah, ich mag den Typ echt nicht. Ich mag diesen Iskamo von Mordborg. Kein bisschen. A new round has started. Feuereifer. Das ist ein Buff und Debuff gleichzeitig. Auweia. So, jetzt kann ich regulär angreifen.
müssen ein paar Leute halt echt wegblocken, ne? Natürlich, mit 89% kann man auch mal Easy Go immer so daneben hauen. Tja. Versucht ihn jetzt da oben wegzuballern. Kaum erhöht man seine Trefferchance, trifft man nicht mehr. Ich muss also unter 50% Trefferwahrscheinlichkeit haben, dass es was wird, oder wie? Oder auch nicht. Aber man hätte es kurz meinen können. Ja, komm, Ausweichhaltung. Kann ja eh nichts dagegen machen. Was mache ich jetzt mit dem hier? Ja, erstmal verwirrenden Schleier mir holen. Falls der hier dann doch noch entlang laufen will. Und jetzt zwinge ich ihn sogar, das zu tun. Indem ich einfach nicht mehr hochklettern kann. Er ist blockiert. Blockade, Blockade. Boah, jetzt treff einmal. Du hast eine 83% Trefferchance. Das kann nicht so schwer sein. Es kann anscheinend wirklich schwer sein. Unfassbar. Fehlgeschlagen. Gargamel, du enttäuscht mich mal wieder. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass ich Magier in diesem Spiel einfach total schlecht finde. Und das ist der Grund dafür. Weil sie es einfach sind. Der wird jetzt den Gargamel noch wegklatschen, weil der RNG einfach sagt, nö, ihr dürft den nicht ausschalten. Ich finde den witzig. Seht ihr, was ich meine? Sag ich doch. Wir dürfen einfach nicht. RNG sagt nein. Wir frischen uns mal das ganze Ding nochmal. Lol, der pariert. Unsportlich. Wie der guckt, ey. Guckt euch den Typ mal an. Er wirkt schon ein bisschen eingeschüchtert, ne? Na gut. Er steht halt dem gegenüber, was ihm seine Arbeit verschafft. Und denkt sich, scheiße, das ist, bin ich so in der Zwickmühle. Wenn ich ihn töte, dann bin ich arbeitslos. Aber wenn ich ihn nicht töte, bin ich tot. Er hat es wirklich da unten Position ausnutzen gemacht. Seine unterlegene Position nutzt er also gegen uns aus. Finde ich witzig. Seelenfeuer, fehlgeschlagen und... Au. Das wird ihm gar nicht helfen, weil der nächste Schlag haut ihn um. Es sei denn, der verfehlt jetzt. Wow! Okay, RNG scheint heute wirklich Humor zu haben. A new round has started. Großen Humor. Ja. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Der blitzt so komisch. Schalt den Typen aus, ey. Halleluja. Jetzt gehen wir hoch und looten den Typen noch. Muss ja auch mal sein, ne? Sag ich doch, dass der was Witziges dabei hat. Ist doch immer so, dass sie was Witziges dabei haben. Armbrustpistole der Beharrlichkeit. Nehmen wir auch mal mit. Wir können damit nichts anfangen, aber wir nehmen es trotzdem einfach mit. Weil wir ein Ratterich sind. Hm. Wahnsinn. Er haut zurück. Au. Ich glaub's einfach nicht. Was mache ich jetzt mit ihm hier? Es ist sehr gefährlich, mit ihm jetzt da noch wo reinzugehen, aber ich tue es.
Auch allein deswegen, weil ich den Typ noch ausschalten will, bevor er dran ist. Ich traue mich nicht zu zaubern. Tut mir echt leid. Ich traue es mir nicht. Nicht bei dieser Lebenspunkte-Situation. Da kann alles schief gehen. Oh, die bleiben. Das ist echt immer so krass, wie die mutig sind, ne? Die sind so mega krass mutig. Au, au, au. Na gut. Da Spielchen kann man auch anders spielen. Vor allem zu zweit gegen dich. Na, leider war ich da aus. Naja, früher oder später unterliegen sie dann doch. Und ich bin jetzt dafür, den Typen auszuschalten. Völlig egal. Ob jemand anders durch die XP noch was gewinnen könnte. Umgenatzt. Ich möchte gerne gucken, ob der irgendwas Besonderes... Natürlich hat er die besondere Dinge dabei. Kommt einer von meinen Leuten noch dran? Nein. Ja, gut, dann kann ich auch nichts machen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Schon gar nicht bei mir. Aber wer weiß, es sind ja noch zwei, ne? Vielleicht haben die ja dann doch noch irgendwie Mumm. Man weiß es nicht. Nee, haben sie nicht. Okay. Wie er so alleine sagt. Hoho, ich lasse schon mal den Wagen an. Oh, zwei Handachse des Schreckens und nochmal zwei Formen. Gefällt mir. Your performance has validated the trust Count Vlad has placed in you. Demonstrate your loyalty and enjoy the favor of the von Karsteins. Na also. Verkrüppelte Hand. Die Hand dieses Kriegers ist nach seiner Verwundung verstümmelt. Durch seine eingeschränkte Beweglichkeit sinkt die Wahrscheinlichkeit, oh, zu treffen um 10%. Vor allem 10% Einschränkung ist echt brutal. Das ist echt brutal, Leute. Leichte Verletzung, da ist nichts Schlimmeres dabei. Er hat immer ein Level abbekommen. Das war der Crit, den er kassiert hat, den er einfach mal so weggesteckt hat. Jawollo. Na, Zebi braucht noch eine Weile. Ja, zeig mir einfach die Sachen. Der Zweienpflegel ist total uninteressant. Es gibt mehrere Sachen, die total uninteressant sind, die wir auch verkaufen können. So. Reparaturkosten. Das sind ja keine Heilungskosten, das sind schließlich Untote weitgehend. Und er ist schon wieder verletzt. Nein. Gut, damit ist halt... Ja, ihn haben wir dann nächste Runde wieder. Ja, so gesehen ist es okay, bis auf das da. Wir haben wieder so schon so viele Verletzte. Finde ich irgendwie nicht so gut. Geh mal in den Laden. Wir müssen einfach ein paar Dinge verkaufen. Die Armbrustpistole zum Beispiel. Muskete des Unglücks. Keine Ahnung, wo ich die gefunden habe. Stab des Massakers. Das, Moment, könnten wir uns mal überlegen. Schild der Ägide, Armband ist auch unwichtig. Das hier ist unwichtig. Gegengift ist unwichtig. Kaltraum behalten wir. Dieser Warnpilz ist auch nicht wirklich sinnvoll. Lass mal alles loswerden, was für uns ziemlich sinnvoll ist. Sigmaritenhammer, warum habe ich sowas? Teil einer Karte von Mordheim. Duellpistole. Brauchen wir auch nicht wirklich. Nochmal so ein Flegel. Heiltrank, Heilsalbe, Gegengift. Gegengift, der halte ich für sinnlos. Nochmal so ein Gegenmittel. Jede Menge Gedöns. Guck mal ins Bier. Noch ein Flegel. Ach, nehmen wir den Buchband des Geistes, wo wir so eingesetzt werden. Kriegerisch, physisch und mental. Okay. Also das Hochlandlangbüchse, bla 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 bla. Können wir alles nichts machen. So. Dann.
Will ich mal gucken, gibt's eigentlich... Nee. Mal wieder einen normalen Kämpfer, der richtig gut ist. Level 6. Ich kauf mal einen, weil wir haben jetzt ordentlich schon mal eine eingesteckt. So, und wir können den jetzt hier natürlich sofort ausbauen. Und wir wissen natürlich, wo unsere allerersten Punkte komplett reingehen. Bestätigen. Und jetzt können wir ihm Punkte geben. Warte mal, irgendwo war doch, Vorahnung. Irgendwo gab es doch, der Junge hat Talent. Ah, hier. Braucht mindestens Intelligenz 3. Befördert die Gefolge zum Helden. Erhöht Initiative um 2, Moral um 3, Strategiepunkte um 1, Offensivpunkte um 2. Ermöglicht das Trainieren der Meisterschaftsfertigkeiten. Und was ist bei der Meisterschaft gewährt? Außerdem je 3 physische, mentale und kriegerische Wertpunkte und erhöht die maximalen Werte um 2. Gewährt außerdem 14 Wertigkeitspunkte und 2. Oh, ich hätte gerne mal so einen richtig geilen Ghoul. Aber dafür brauche ich eine höhere Intelligenz. Ich hätte einen Punkt da reinstecken sollen. Müssen wir für uns für die Zukunft merken. Was nehme ich denn jetzt hier? Akrobat. Gegenschlag. Nach Erfolg im Ausland steigt die Trefferchance für Gegenangriffe um 15%. Oh, Moment. Akrobat, Meisterathlet. Irgendwo hatten wir es doch. Schildexperte. Nein, Heimzahl. Schneller Konter. Nachdem der Krieger einen Gegenangriff ausgeführt hat. Nee. Irgendwo. Wo war denn nochmal in drinnen? Sollte das nicht irgendwo hier sein? Ich find's nicht. Hinterhalt, klar. Meisterathlet, klar. Akrobat, klar. Gegenschlag. Sonneninspiration, Klarheit, bla bla bla. Also hier haben wir auf jeden Fall, der Junge hat Talent. Fluchtmanöver, Wachsamkeit, sechster Sinn. Angriff und Rückzug, nachdem wir verursachen, werden die Kosten von Lösen um einen Strategiepunkt reduziert. Gilt nur für die nächste Aktion. Erwartungshaltung, schneller Konter. Schwachstelle aufhören. Wenn ein weiterer Verbündeter im Nahkampf sich befindet. Ich muss jetzt halt Punkte ausgeben, das ist das Problem. Wenn der Krieger einen. Ich kann auch mal eine Offensivaktion nehmen. Ach, das war ja auch. Entrinnen war eine Offensivaktion. So, er kann jetzt immerhin schon mal entrinnen, ne? Gewandtheit 15, um das noch weiter auszubauen. Raserei, Intensität. Nee, nee, nee. Was ist das hier? Todesfalle. Allsehendes Auge. Das lesen wir kurz mal durch. Lass ich da, nee, ach nee, das ist die das ist diese nicht schadensmachende Fallenvariante. Tödlicher Hieb. Ein Nahkampfangriff, der für regulären Schaden. Nein, langweilig. Kampffokus. Erhöht die Trefferchance. Nee. Netz aus Stahl, auch nicht. Ja, gehen wir mal zu den defensiven Sachen wieder zurück. Beim Fliehen, nee, Gegenschlag. Nach erfolgreichem Ausweichen steigt die Trefferchance auf einen Gegenangriff. Ja, das ist eigentlich eine Kombination, die sehr, sehr witzig ist. Durch das Entrinnen. Inspiration. Sechster Sinn, flink, Fluchtmanöver. Experte. Und dann erhöht es auch noch die Trefferchance. Was war das hier nochmal? Gegenschlag. Für einen Gegenangriff um 10%. Nach einem erfolgreichen Ausweichen steigt die Trefferchance für einen Gegenangriff um 15%. Und dann können wir die Trefferchance für Gegenangriffe nochmal um 10% erhöhen. Also das ist dann so eher so der... Den stellst du dahin und der macht im Grunde die ganze Zeit Konterattacken. Das können wir mal ausprobieren.
Warum nicht? Boris ist unser Konterspezialist. Ja, Training verlassen, bestätigen. Boris ist am Start für das nächste Mal, liebe Freunde. Die Frage ist, wo ist er? Da ist er. Er ist schon links drin. Gut. Dann können wir diesen Tag beenden. Wir haben uns auf jeden Fall ordentlich an Morschein gesammelt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade. Market stock has been replenished.